Unsere Leser fragen, Eberhard Ginger von der CDU antwortet. Hans-Martin Güntner fragt, welche Vorstellungen und Pläne gibt es, die Lebensbedingungen der Flüchtenden in ihren Heimatländern nachhaltig zu verbessern? Eberhard Ginger antwortet, Deutschland hat seine Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit seit 2005 von 3,9 Milliarden auf 8,5 Milliarden in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Ein beachtlicher Teil dieser Mittel wird zur Fluchtursachenbekämpfung eingesetzt und trägt dazu bei, dass Menschen in ihrer angestammten Heimatregion bleiben können. Unsere besonderen Bemühungen gelten dem Kontinent Afrika. Viele afrikanische Länder gehören zu den ärmsten der Welt. Überbevölkerung und Korruption machen oftmals alle Anstrengungen zur Besserung der Lage wieder zunichte. Afrika benötigt Hilfe gegen Hunger, Unterstützung für berufliche Bildung, insbesondere von Frauen, Schutz gegen Klimawandel, für den Aufbau von Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit und vieles mehr. Mit einigen Ländern Afrikas arbeiten wir in Form von Migrationspartnerschaften zusammen. Aus eigener Kraft wird Afrika die Wende nicht schaffen. Deshalb hat die Bundesregierung die Initiative zu einem Compact mit Afrika im Rahmen ihrer G20-Präsidentschaft ergriffen. Deshalb werben wir bei unseren Freunden und Verbündeten für mehr Engagement auf dem afrikanischen Kontinent. CDU und CSU schlagen einen Marshallplan für Afrika vor. Ein solcher moderner Marshallplan des 21. Jahrhunderts soll die Empfänger in Afrika zu eigenverantwortlichem unternehmerischem Handeln befähigen. Gemeinsam mit der Afrikanischen Union wollen wir erreichen, dass eine neue mittelständische Kultur der Selbstständigkeit entsteht. Unser Marshallplan mit Afrika soll eine breite Welle der Unterstützung auch in anderen Ländern auslösen. Dabei sollen vor allem auch private Investitionen mobilisiert werden. Dann fragt Karl Siech, wann wird der Bundestag verkleinert? 700 Abgeordnete sind Schwachsinn. Wann wird die Mehrwertsteuer vereinheitlicht, zum Beispiel auf 16%? Eberhard Ginger antwortet, die Normalgröße des Parlaments liegt bei 598 Abgeordneten, die Hälfte davon direkt gewählt in den Wahlkreisen, die andere Hälfte über die Parteilisten. Zusammen muss der Parteienproporz abgebildet werden. Aber diese spezifische Verbindung von Direktwahl und Verhältniswahl führt dazu, dass Überhangmandate entstehen. Zudem gibt es Ausgleichsmandate. Sie wurden eingeführt, nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2012 entschieden hat, dass Überhangmandate nur in einem begrenzten Umfang zulässig sind. Weil sie das Ergebnis der Verhältniswahl und allein diese zählt, verzerren. Mit den Ausgleichsmandaten wird der Proporz wiederhergestellt. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate erringt, als ihr dort an Sitzen nach dem Zweitstimmenergebnis insgesamt zustehen. Das Problem ist nun, dass Überhangmandate und Ausgleichsmandate das Parlament vergrößern. Unter Umständen weit über die Normalgröße hinaus. 2013 führten nur 4 Überhangmandate der Union zu 29 Ausgleichsmandaten und damit zu einer Parlamentsgröße von 631 Sitzen. Bei 4 Fraktionen im Parlament. Eine Verkleinerung des Parlaments wurde immer wieder andiskutiert, aber eine sinnvolle Lösung war bisher nicht dabei. In unserem Wahlkreis Neckarzaber gibt es 39 Städte und Gemeinden. Wenn ich als Abgeordneter meiner Arbeit richtig nachkomme und vor allem auch den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern suche,
sei es durch regelmäßige Sprechstunden, durch Besuche von Veranstaltungen der Kommunen und Vereine, dann können Sie Wahlkreise nicht beliebig vergrößern. Die Entfernung zwischen Abgeordneten und den Menschen im Wahlkreis wäre zu groß. Eine gute Betreuung nicht mehr möglich. Und zum Mehrwertsteuersatz. Eine Vereinheitlichung des Mehrwertsteuersatzes beabsichtigen wir in CDU und CSU derzeit nicht. Hanna Fossler fragt, wird angedacht, die Versorgung mit Hebammen nach der Geburt zu verbessern? Wenn mehr Kinder auf die Welt kommen sollen, ist das extrem wichtig. Eberhard Ginger antwortet, wichtig für werdende Mütter und Familien ist nicht nur eine sichere Geburt, sondern auch eine umfassende Vor- und Nachsorge. Unser Ziel ist es, die flächendeckende Versorgung mit Hebammen in allen Phasen der Schwangerschaft sicherzustellen. Das sehe ich als Daueraufgabe der Politik an. Wir haben in den vergangenen Jahren bereits einiges auf den Weg gebracht. Es ist inzwischen gesetzlich klargestellt, dass die Krankenkassen steigende Haftpflichtprämien bei der Vergütung von Hebammen berücksichtigen müssen. Des Weiteren wurden für Hebammen, die nur wenige Geburten im Jahr betreuen, zum 01.07.2014 zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt, um einer finanziellen Überlastung durch die Erhöhung der Haftpflichtprämie vorzubeugen. Die zum 1. Juli 2014 erfolgten Prämiensteigerungen für die Berufshaftpflichtversicherung der Hebammen mit Geburtshilfe haben wir mit insgesamt 2,6 Millionen Euro ausgeglichen. Des Weiteren erhalten Hebammen, die Leistungen der Geburtshilfe erbringen und die notwendigen Qualitätsanforderungen erfüllen, seit dem 1. Juli 2015 auf Antrag einen Sicherstellungszuschlag. Hierdurch wird der Erhalt einer flächendeckenden Versorgung mit Hebammenhilfe gefördert. Darüber hinaus wurde mit dem Versorgungsstärkungsgesetz zum 01.01.2016 geregelt, dass Kranken- und Pflegekassen künftig darauf verzichten müssen, Regressforderungen gegenüber freiberuflichen Hebammen zu erheben. Wir haben uns in dieser Legislatur aber nicht nur für die finanzielle Entlastung der Hebammen eingesetzt. Mit dem Präventionsgesetz haben Familien die Möglichkeit erhalten, die Leistungen der Hebammenhilfe im Hinblick auf die Wochenbetreuung zukünftig 12 Wochen statt wie bisher nur 8 Wochen nach der Geburt in Anspruch zu nehmen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit einer Verlängerung aufgrund ärztlicher Anordnung. Davon profitieren Mütter und Väter, weil sie die wertvolle Unterstützung durch Hebammen nach der Geburt zeitlich flexibler gestalten können. Zugleich unterstreicht die Regelung die wichtige Arbeit der Hebammen. Wir werden die weitere Entwicklung sorgfältig beobachten. Aus vielen Gesprächen weiß ich, wie schwierig es momentan ist, überhaupt eine Hebamme zu finden. Pfarrer Daniel Renz fragt, was versteht Ihre Partei unter christlichen Werten? Eberhard Ginger antwortet, das C im Namen CDU verweist auf das christliche Verständnis von Menschen, das jeden Menschen als einmaliges Geschöpf Gottes respektiert und ihm eine unantastbare Würde zuschreibt, unabhängig von Herkunft, Religion oder Geschlecht. Aber auch die Achtung vor der Schöpfung, Lebewesen und Natur als Grundlage unseres politischen Handelns kommt damit zum Ausdruck. Beispielsweise, wenn es um Themen des Naturschutzes, Tierschutzes, Klimaschutzes oder Fragen wie Kernkraft, Gentechnik und so weiter geht. Ich persönlich sehe das C auch als Erdung an, um mir immer wieder bewusst zu werden, dass wir auch als Christen in unserem Handeln in dieser Welt immer begrenzt, unvollkommen und fehlerhaft sind.
Das müssen wir bei uns und auch bei unseren Mitmenschen respektieren.